Die Geschichte der Farben. Farben sollen uns beeinflussen. Grün soll beruhigen, Rot uns anziehen, aber auch warnen. Blau soll Vertrauen schaffen. Das nutzt die Wirtschaft, um Produkte attraktiv zu machen. Denn Farben sind heute günstig. Das war aber nicht immer so. Vor 5000 Jahren wurde Lapislazuli entdeckt. Aus dem seltenen Stein wurde himmlisches Blau gewonnen. Aber nur für die Reichen. Kleopatra schminkte ihre Augenlider damit. Tutanchamuns Totenmaske zierte Lapislazuli. Die ganze Welt war verrückt nach Blau. Neue Handelsrouten entstanden als Vorläufer der Seidenstraße und Triebfeder der ersten Globalisierung. Noch aufwendiger herzustellen war Purpur. Phönizier entdeckten den Grundstoff im Sekret von Schnecken. Ein einziges Gewand verbrauchte 250.000 Schnecken. Nur Kaiser Nero durfte eine purpurne Toga tragen. Allen anderen drohte die Todesstrafe. Nach der Römerzeit verschwanden die teuren Farben und kehrten erst im Mittelalter zurück. Obwohl die Nahrung knapp war, ließ Kaiser Karl der Große 800 nach Christus auch Färbepflanzen anbauen. Mit Erfolg. Farben wurden zum Wirtschaftsmotor. Städte und Färbereien boomten. Den größten Durchbruch aber brachte die synthetische Herstellung. Der britische Chemiker William Henry Perkin erzeugte 1856 erstmals künstlich die Farbe Lila. Das war der Start einer neuen Industrie. Bayer, BASF und Höchst wurden um 1900 zu Weltmarktführern, lieferten 90% aller Farben weltweit. Über 1 Million verschiedener Farbpigmente wurden hergestellt. Farben waren nun für jedermann erschwinglich. Heute bekommt man alles in allen Farben, kann frei wählen. Und doch richten sich die meisten nach globalen Modetrends.